Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge Equipment Battle. Dieses Mal ist es nicht so, dass Maeve und ich gegeneinander antreten, sondern wir haben Teams gebildet. Einmal Team Blau, meine Wenigkeit plus Simply und Team Rot, Maverick plus typisch Randy. Alle vier Leute haben Szene für euch aufgenommen. PvP wird anders wild, kann ich euch sagen. Es ist so, dass wir natürlich Teams gebildet haben, das heißt, wir machen 2 gegen 2 Duelle. Und es ist natürlich so, dass wenn der eine ein bisschen Yang übrig hat oder so, kann der zweite davon profitieren. Und ihr seht es gerade, Simply hat mir ein bisschen von seinem Budget gegeben. Und es war so, dass wir 10 Won hatten plus 5 Drachenwäschertruhen. Und mit diesem Budget müssen wir uns Equipment kaufen, so dass es bestmöglich für die Zweier-Duelle passt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Let's go! So Leute, wir kaufen die erste Sache und zwar ein Unglücksplattenpanzer mit 1,5 TP, 15 Dolch. Das heißt, da müssen wir hoffen, dass jemand von den anderen Teams tatsächlich auf Naninja geht. Und 30 AW plus AW plus 4 drin. Und die Rüstung ist auch noch plus 9, das heißt 83 Verteidigung. Für 2 Won ist, denke ich mal, ein gutes Investment. Ich habe vergleichsweise nichts anderes gefunden, von daher kaufen wir das Ding. Haben direkt mal einen kleinen Meilenstein gemacht, weil ich glaube, die Rüstung, die bringt. Kurzer Cut. So Leute, wir machen es jetzt wie folgt. Ich werde hier einen VMS plus 9 kaufen, 19 KK an der Zahl. Das können wir uns gerade so leisten. Und dann werden wir uns jetzt noch, Moment. So, dann kaufen wir uns als erstes einen Ninja plus 4. Zack, zack, versuchen's, zack, erfolgreich angebracht, nice, dann versuchen wir noch einen Sura, zack, wenn der jetzt auch noch reingeht, ah, zerbrochen, okay, nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach mal versuchen, hier noch 2 Boni hinzuzufügen, zack, und, alter Falter, von 3 haben wir, hat nur einer funktioniert. So, dann schauen wir mal. 13 FKS ist interessant irgendwo, aber wir schauen einfach mal, ob wir ein bisschen DSS drauf bekommen. Nee, leider nicht. 11. 2. Ja gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas anderes finden. So Leute, kommen wir zum VMS. Ich habe nicht wirklich was Interessantes gefunden. Klar, hier sowas mit Projektion, Giftschwert und so. Davon kannst du dir aber nichts kaufen. Hier, das ist das einzige VMS, was ich gefunden habe, mit ein bisschen DSS plus ein Halbmenschenstein schon drin. Ist jetzt schade, dass ein Krieger drin ist und nicht noch irgendwie ein Ninja oder so. Aber was willst du machen? Ich würde sagen, 2 Won sind okay, aber damit rückt unser Budget schon leider Richtung Ende, ne? Also, jetzt haben wir noch 6 Won, 7 Won, 7 Won 30 und damit müssen wir jetzt noch einiges kaufen, aber so das Wichtigste haben wir, würde ich sagen. Also Leute, was das letzte Mal gut geklappt hatte, war eine 120er Waffe zu suchen. Ich habe auch schon eine in Ausblick und dann einfach in Schulterband zu tun. Und dasselbe habe ich jetzt natürlich auch vor. Und ich sag mal so, ich habe da was sehr Billiges gefunden. Boots. Für 2 KK. Für 2 KK ein Schlangengroßschwert. Die Zweihandwaffe. Ich meine, gut, die Boni sind jetzt natürlich komplett crap. Vielleicht der 1 FKS ist noch interessant. Aber der Angriffswert da drauf, das ist natürlich anders lecker. So Leute, Armband kann allerhöchstens irgendwie ein Halbmenschen-Armband plus TP kommen, aber das wird alles zu teuer. Deswegen gehen wir hier auf Sparmodus, was das Armband angeht. 20 KK für 2 KTP, das nimmst du mit. So Leute, wir haben die Zweihandwaffe gekauft und jetzt brauchen wir noch ein Schulterband. Hier ist ein 18% Band für 2,8 Won, das ist eine ganze Menge, aber ich glaube, mehr als 18% ist hier auf jeden Fall nicht drin. Deswegen kaufen wir das Ding, zack, und jetzt haben wir nur noch, ach du meine Güte, 4 Won und müssen noch ein Schild, Ohrringe, Kette und Schuhe kaufen. Ach du meine Güte, also da haben wir noch was vor uns und Skills haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ach du meine Güte.
So, fangen wir mal mit dem Truhen-Opening an. Ich habe leider der ersten Aufnahme verkackt. Ich hatte nämlich vergessen, mir meinen Yang wegzunehmen. Deswegen hatte ich da noch 1,7 Kaka, das habe ich mir weggenommen. Jetzt sieht es auf jeden Fall korrekt. Wir haben 2x30er gezogen und insgesamt 110 Kaka aus 5 Truhen. Nicht schlecht, ja, kann man machen. War in Ordnung. Gutes Won, gutes Yang. Und das kann man natürlich auch hervorragend nutzen, um mehr Equipment zu kaufen. Ja, ich habe mir erstmal die Skills gemacht. Ich habe... VZK ist zum Glück gleich gesprungen, Zauber aufheben leider nicht. Es gab auch keine Zauber aufheben im WDVs, kann ich schon mal spoilern. Deswegen musste die Skills so bleiben, wie sie sind. Ich habe auf Schutz und Furcht verzichtet. Und ich wollte auf jeden Fall nur auf Damage gehen, das heißt Hit-Damage und Skill-Damage. Weil mir ist ja aufgefallen in den letzten EQ-Battles, dass so kleine Sachen wie Schutz und Furcht und minimals Dev-Sachen überhaupt nichts bringen. Also lieber mehr Damage machen, lieber 1 bis 1,5k Hit-Damage machen. Das ist dann schon eine ganze Menge. Ja, Skills, Statuspunkte habe ich so gemacht, dass ich immer 20 mehr Int geskillt habe als Wit. Habe ich mir gedacht, dass ich ganz gut damit fahre. Int natürlich pushen, um VZK hochzukriegen. Und Vitalität, um eben ja ein bisschen mehr TP rauszuholen. Ich weiß ja noch nicht genau, was für ein Equipment besorgt wird. Deswegen hatte ich da hauptsächlich noch ein bisschen auf Wit geskillt, damit ich da das Equipment anpassen kann dran. Gut. 5 Crab Rüstung plus 8 für 1,5 Won mit 4er Stein. Joa, nicht schlecht, würde ich sagen. Habe ich direkt gesnackt und direkt mal Switcher drüber gejagt. Und erstmal gucken. Ja, 1 Switcher, 2 KTP, 15 AW, 10 TP auf Sob, 10 Einhand. Ja, moin, Alter. Geile Rüstung. Ist jetzt locker so 3 Won wert oder mindestens oder 4 oder sowas. Also auf jeden Fall eine gute Rüstung. EBS plus 8 gekauft für 40 KK für die TP. Weil letzten Mal ist mir immer aufgefallen, dass die TP extrem relevant ist. Und ja, damit haben wir auch schon eine ganze Menge TP, ja. Kurzer Clip noch, 2k TP Armband und da mache ich ganz kurz Cut und gleich geht's weiter. Moin Moin, Simply hier am Start. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Drachenwächtertruhen und mal schauen, wie viel Yang wir hier rauskriegen. Erste Truhe kriegen wir 10 KK. Ja, leider Gottes nur. Zweite Truhe kriegen wir ebenfalls 10 KK. In der dritten kriegen wir auch noch 10 KK. Hallo, kann doch mal ein bisschen mehr rauskommen. Aha, 30 KK, sehr nice. Und in der letzten kriegen wir nochmal, 40 KK. Somit stehen wir mit satten 11 von hier und damit werden wir jetzt erstmal EQ shoppen gehen. Wir starten als erstes mit einer Rüstung für ein Won. Da haben wir nämlich noch 3 grüne Switcher am Start. Die werden wir hier definitiv auf die Rüstung hauen. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt was Gutes kriegen werden, was wir in PvP nutzen können. Gegen Fossi und typisch Andy. Ach, gegen Merrick und typisch Andy. Und dann schauen wir mal, was wir reinkriegen. Erste Switcher, 1,5 TP, 10 Dolch. Also ganz ehrlich, da die Gegner ja auch Ninja haben, lasse ich das erstmal. Und damit haben wir schon mal ein bisschen Dolch-Dev am Start. Um den Damage da noch richtig zu pushen, habe ich mir überlegt, unser teuerstes Item wird definitiv ein Schulterband, weil damit können wir unser Damage extrem pushen. Wir kaufen jetzt Schlangenbogen plus 0 für satte 1 Won. Ebenfalls gucken wir jetzt noch nach Schulterbändern. Da werden wir hoffentlich ein mindestens 18% Band finden für maximal 3 Won. Das wäre sehr, sehr nice. Da schaue ich aber jetzt erstmal kurz durch. Hier haben wir ein 19% Band, sogar für 3 Won 45 KK. Natürlich ist das jetzt viel Won, was wir in die Hand nehmen hier, aber trotzdem werden wir uns das Band holen und das gleich hier fertig machen. Das Wichtigste ist natürlich die Waffe und da habe ich mich dazu entschieden, Schwarzblattdolche mir zu kaufen und die gleich selber zu drehen. Hier sind welche für 65 KK auf dem Markt mit 5 Bonis, die kaufen wir uns jetzt direkt mal raus hier und da werden wir jetzt einfach mal drüber drehen, in der Hoffnung, dass wir irgendwie 20 DSs oder aufwärts kriegen, eventuell irgendwas auch mit 10 Halbmenschen, das wäre natürlich auch wild, aber da schauen wir jetzt erstmal mal drauf hier. 16 DSs, eieieiei, da will ich natürlich weiter drehen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es mehr wird und wir haben 12 DSs, 20 Zauberspeed. Naja gut, immerhin etwas, aber die Waffe werden wir auf jeden Fall dann nutzen. Natürlich dürfen PvP-Steine jetzt auch nicht fehlen. Wir haben einen Sura als Gegner und einen Ninja, deswegen kaufen wir uns erstmal einen Sura plus 4 für 1,5 KK und nochmal Ninja plus 4. Ich hoffe, da gibt es jetzt welche auf dem Markt. Sehr gut, 1 KK. Wir müssen aufpassen, nicht 8 Won hier was kaufen, aber wir haben eh keine 8 Won, daher ist das egal. Machen wir erstmal den Sura plus 4 rein. Ich hoffe, der hat geklappt und er ist einfach drinne. Boah, das ist natürlich sehr wild. Und wenn der Ninja jetzt noch klappen sollte, dann haben wir einfach gewonnen. Wenn der Ninja geklappt hat, haben wir einfach gewonnen. Und er hat leider fehlgeschlagen. Egal, ein Stein ist drinne. Damit haben wir schon mal eine Kleinigkeit schon mal abgeschlossen. Also ganz ehrlich, die Kette, die ruft ja total nach mir hier. 35 KK für Amethyst, Halskette plus 7 mit 2 KTP, 6 Einhand, 6 Dolch.
perfekt für das Duell, die nehmen wir mit und für den Preis kann ich absolut nicht Nein dazu sagen. Beim Armband habe ich mich ebenfalls dazu entschieden, einfach nur ein 2K TP Armband zu holen, weil ein bisschen TP schadet definitiv nicht. Natürlich brauchen wir auch noch irgendwo Halbmenschen, da muss ich mich definitiv noch umsehen, aber somit haben wir halt das Armband auch schon mal abgeschlossen. Also bei den Schuhen kann ich tatsächlich auch nicht Nein sagen, Lederstiefel plus 7, damit decken wir den kompletten Ninja-Bedarf ab mit Dolch und Pfeilverteidigung, weil der Gegner kann natürlich auch ein Ferni sein, das wissen wir noch nicht. Deswegen kaufen wir uns die Lederstiefel plus 7 hier für ein Won, geben da nochmal ein bisschen mehr Geld aus, aber sei es drum. Damit haben wir die Schuhe auch abgeschlossen. Leider Gottes haben die natürlich keine 2K TP, aber sei es drum. Ist jetzt natürlich nicht mein Favorit, aber hier haben wir 15 Einhand-Ohrringe. Leider Gottes wieder kein Halbmenschen, was mich ein bisschen stört, aber die kaufen wir uns trotzdem für 15 KK, ist das voll und ganz okay. Und naja, da hätte ich schon eigentlich ganz gerne wenigstens Ebis gehabt oder sowas, aber leider Gottes gibt es einfach preistechnisch nichts auf dem Markt, was wir da mitnehmen können. Und deswegen haben wir jetzt einfach 15 Einhand-Kupfer-Ohrringe plus 6. Beim Schild greife ich tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche. Für 2 Won genehmigen wir jetzt hier ein schwarzes Rundschild plus 7. Mit AGO 2 Halbmenschen, immer ein bisschen Halbmenschen, muss man sagen. Und das gönnen wir uns hier direkt. Und somit fehlt uns nur noch ein guter Helm. Und dann können wir noch schauen, was wir mit den restlichen Young machen werden. Vielleicht öffnen wir sogar eine Hydratruhe in der Hoffnung, dass wir Steinhandbücher kriegen. Und eventuell noch mal einen Versuch hier Ninja plus 4 einzufügen. Das wäre noch eine Option, aber mal gucken, was wir da machen werden. Nun kommen wir zu den Statuswerten. Ich werde voll Dex erstmal skillen und den Rest werde ich auf Vitalität hauen und dann zeige ich euch erstmal, wie viel Def und TP wir haben und wie viel Stärke natürlich. Jetzt gerade haben wir 12,25 KTP, 417 AW Maxwert und 253 Def. Das ist doch schon mal nicht übel, aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist jetzt hier die Stahlkapuze plus 6 besorgen. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Grunddef. Bessere Helme gibt es halt einfach nicht auf dem Markt, deswegen nehmen wir natürlich das günstigste und somit haben wir nochmal 302 Def hier. Als nächstes würde ich sagen, holen wir uns erstmal Skills ab und werden den Schlangenbogen in unser Band packen. Zuallererst vielen Dank an dich, Fossi, für die Einladung, dass ich mit an diesem IQ-Battle teilnehmen durfte. Und jetzt gehen wir zum Equipment, Skillen und Melee-Kisten aufmachen. Ihr seht schon, insgesamt haben wir 80 KK rausgezogen. Ist völlig in Ordnung, also 4x10. Einmal 40 KK, aber viel wichtiger ist jetzt, dass wir zu den Skills kommen, gerade beim Ninja. Wir haben einen Ferni gemacht. Ich hoffe, dass sie nicht damit rechnen, dass ich ein Ferni bin, weil sonst wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ja, ich habe von Ninja gar keine Ahnung, also sagen wir so, ich habe von Ninja ein bisschen Ahnung, ich wusste aber nicht mal mehr, wie ich den skillen soll. Ich weiß, okay, Dex ist wichtig beim Ninja, das brauchen wir auf jeden Fall, aber was für Skills lese ich jetzt hoch? Und da kam mir in den Kopf, wir haben Giftpfeil, der giftet und auch ohnmachten kann. Das ist auch eine nice Sache. Wir haben ja die Skills dann auch direkt hochgemacht. Feuerpfeil und Giftpfeil. Die anderen Skills sind alle, ja, sag ich, unbrauchbar. So was wie Funkenschlag und so brauchen wir nicht. Und bei den anderen Skills wusste ich jetzt nicht, wie gut die sind. Also Pfeilregen und wiederholter Schuss und sowas. Keine Ahnung, wie stark die sind. Bei Giftpfeil und Feuerpfeil bin ich am safesten. Und ja, beide leider erst auf 20 umgesprungen. Und mein Plan sieht so aus. Das kam mir schon relativ am Anfang in den Kopf, wenn ich sowieso Ferni bin und auch Giftpfeil habe, warum gehe ich auch nicht insgesamt komplett auf Giften? Also, dass wir wirklich schauen, dass wir auch Equipment-Teile finden, mit denen wir giften können. Aber das sehen wir gleich alles. Jetzt machen wir erst die Statuspunkte. Und bei den Statuspunkten machen wir Dex komplett auf 90. Man hat auch gesehen, bei den Skills steht auch dabei, wird verstärkt zum Beispiel durch Dex, Stärke oder Int zum Beispiel. Und ich habe halt immer noch so die Verbindung gehabt, okay, Ninja und Int, das ist irgendwie auch eine gute Kombi anscheinend irgendwie oder so, ne? Jetzt nicht nur wegen Giftwolke früher, sondern jetzt wahrscheinlich auch für einen Pfeil vielleicht. Deswegen dachte ich mir, okay, nee, wir machen keine Stärke, sondern wir gehen direkt auf Int mit drauf. Habe dann auch keine halben Sachen gemacht, einfach all in. Dex full, Int, alles, was die Statuspunkte hergeben. Und dann einfach hoffen, dass unser Plan aufgeht und dass die, ja, keine Pfeildef oder so haben. Dann haben wir es so gemacht, dass wir Equipmentteile mit TP gekauft haben. Ein Alchistein, ein Saphir mit Sura, Ninja Def und stark gegen Krieger. Der Alchistein wird halt ziemlich gut sein. Gerade der Saphir, der mir nochmal mehr Decks gibt, der ist halt wirklich sehr, sehr stark. Und den wollen wir natürlich uppen.
grüne Drachenbohnen geguckt, haben wir 26 KK welche gefunden. Also wenn wir Glück haben, dass wir ihn vielleicht so auf plus 3, plus 4 bekommen, ich glaube sogar, dass 3 schon reichen könnte, weil ich glaube, 3 gibt von den Werten her genauso viel wie plus 4, außer dass wahrscheinlich Dex ein bisschen schwächer ist. Aber jetzt schauen wir erstmal. Also auf plus 1 ist er schon mal gegangen, jetzt geht's auf 2, ist es gefailed. Und auf 1 ist er wieder hochgegangen. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es noch einmal wenigstens aus, dass wir noch ein paar 2 grüne Drachenbohnen holen. Jetzt haben wir ihn wieder hochgezogen auf 2 und jetzt der Versuch auf 3 und dann ist er wieder gefailed auf 1. Dann dachte ich, okay, ist egal, kein Problem. Wir bauen ihn so ein, wir haben 6% jeweils. Wir haben ein gutes Stück mehr Decks dabei. Und dann kommen wir auch schon zum Helm. 5 Gift. Ich habe auch keinen besseren gefunden. Also ich glaube, mit 5 Gift, da fahre ich wirklich sehr gut. Der Preis war auch total in Ordnung. Ekstase-Schuhe haben wir noch gesehen. Zauberspeed, wichtig gerade für die Skills. Und 2 KTP. Und den Ameisen-Löwenanzug. 50 AW, 15 Einhand, bisschen Magie-Dev, 4er Steine drin. Den haben wir sogar runtergehandelt von 3 auf 2,7 Won, dass wir noch ein bisschen Geld sparen können. Und ja, am Ende noch ein Hornbogen mit Kriegerwiederkehr plus 4, 6 DSS. Vielleicht suchen wir noch einen anderen, so ein bisschen als Backup. Aber bis jetzt sieht schon ganz gut aus. So Leute, mal ausnahmsweise was nix an Young kostet. Und zwar beginnen wir hier die Lehre, zack, zack, machen wir ganz flott. Und dann schauen wir mal, ob wir was auf M bekommen. Hier verzauberte Klinge machen wir natürlich als erstes hoch. Zack, 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 haben wir es auf 10, haben wir es auf 14, 15, 16. Jetzt muss es auf M gehen. Jawohl, okay, der erste M. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, verzauberte Rüstung macht, glaube ich, somit am meisten Sinn, weil viel Verteidigung, wenig Schlagschaden, dann könnte ich da relativ tanky reingehen, ohne dass ich viel Verteidigung irgendwie Schwert-Dev habe oder Dolch-Dev. Deswegen mache ich als zweites verzauberte Rüstung hoch. So, Jung, jetzt auch noch auf 17, tu es. Ja gut, so muss das sein. Ich würde sagen, den Rest machen wir noch überall einen Punkt rein. Ja, VZA, ja, kein, VZA wahrscheinlich, ne, ZA. Ja, komm, einen Punkt mache ich rein, auch wenn ich es, glaube ich, nicht so benutzen werde. Und den Rest machen wir auf Drachenwirbel rein, weil wir da beide erwischen mit können. Und dann würde ich sagen, die Skills haben wir ja ohne Probleme hinbekommen, müssen nicht mal BDV holen oder so. Das ist nice, das freut mich. Ich mache einen kurzen Cut. So Leute, unser Equipment-Fenster sieht noch relativ leer aus, deswegen tun wir da jetzt was dran. Und zwar, hier sind Ebis mit 15 Schwert plus 9. Ja, das halbiert unser Budget natürlich nochmal. Aber 15 Schwert plus 12 Stärke plus 1650 TP, das nehmen wir definitiv noch mit. Zack, ziehen wir mal an. Insgesamt habe ich jetzt mit Status schon über 10 KTP. Das geht schon in die richtige Richtung, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein AGO-Schild. Das auf jeden Fall. So Leute, ich habe eine Kleinigkeit entdeckt und zwar ganz schöne Schuhe für 1 KK, 1,5 KTP. Ja, das Young kann man schon mal ausgeben. Ich weiß nicht, ob das die finalen Schuhe sein werden, aber ich denke, für 1 KTP machen wir hier nichts falsch. Für 1 KTP, für 1 KK, 1,5 KTP, da machen wir nichts falsch. Die können wir auf jeden Fall holen und jetzt können wir auch ein bisschen besser mit dem Budget auf jeden Fall gucken. Wir könnten hier noch versuchen, die Dinger auf plus 4 zu uppen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zaubergeschwindigkeit und 2 Def mehr oder so, keine Ahnung. Hat funktioniert, was braucht man jetzt dafür? Spinnenbeine, nee, gar keinen Bock drauf. So Leute, es wird definitiv nicht die finale Kette sein, aber wenn die jetzt wirklich mit einem Bogenlinie aufkreuzen oder so, habe ich mir überlegt, das könnte eventuell hier ein Plan B werden für 1,5 KK. Nehme ich die auf jeden Fall mit, dass wenn die mit einem Bogenlinie auftauchen, ich dann auf jeden Fall noch eine Kette parat habe. Dann würde ich sagen, ich gucke aber noch mal weiter nach einer anderen Kette. So Leute, wir sind beim Lager und wir müssen mal einen One umtauschen von Jon, Alter.
von Won zu Yang. Tut mir leid, es ist noch ein bisschen früh. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr KK und jetzt müssen wir kurz mal gucken. Hier ist die Handelsverwalterin und hier ist der Asia-Job. So, hier hatte ich Folgendes gesehen und zwar einen AGO-Schild. Hier ist 1 plus 2, hier ist 1 plus 5. Hat ein bisschen mehr Verteidigung und ja, kostet 1 KK mehr oder so. 1,5. Wir kaufen uns auf jeden Fall das Schild plus 5. Zack, für 66 KK haben wir AGO. Denn wenn Maeve nur 1% AGO hat oder Ohnmacht, dann wird er die auch treffen. So hoffentlich einmal weniger. Und wir haben unser Schild mit viel Verteidigung. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, eigentlich viel zu teuer, aber wir haben das Won jetzt so übrig, beziehungsweise Yang. Hier ist eine Goldhalskette mit 1,5 TP, 6 Dolch noch dazu und wenn es halt wirklich ein Bogenlinier wird, dann noch 7 Pfeil. Dazu noch ein bisschen Zaubergeschwindigkeit und so weiter, ihr wisst Bescheid. Die kaufen wir uns jetzt und das bedeutet, wir haben so gut wie alles fertig. Die können wir kurz anziehen, wir brauchen noch einen Helm. So, gucken wir mal nach einem Helm. Hier haben wir einen Burghelm plus 6. Ja, haben nur 20 KK, von daher können wir eigentlich direkt kaufen. Hier ist nichts mehr mit Halbmenschen oder so, von daher Burghelm plus 6 soll es sein. Zack. Und dann können wir noch kurz gucken, was wir mit 20 KK machen. Kurzer Cut. So Leute, dann können wir auf jeden Fall noch ein FB kaufen. Verzauberte Klinge. Kaufen wir mal. Zack. Fehlgeschlagen. Das wollten wir natürlich nicht. Dann kaufen wir dann noch ein zweites Klinge-FB. Exo, zack. Wieder fehlgeschlagen. Was soll das denn? Dann kaufen wir halt nochmal einen Klinge-FB. Exo. Nochmal fehlgeschlagen. Ja, gut. Dann ist jetzt wahrscheinlich das letzte FB. Zack. Nochmal fehlgeschlagen. Meine Güte, ey, der Drachengott, der merkt schon, nee, mein Liebling, der Maverick, der wird verlieren. Hier, verzauberte Rüstung, gucken wir noch ganz kurz nach. Da haben wir ein FB, zack, lesen. Aha, funktioniert. Weiter brauchen wir nicht lesen, weil FBs sind zu teuer und brauchen zwei, von daher. Hat sich das erledigt? Ich würde sagen, wir sind soweit. Unser Equipment ist eigentlich ganz nett. Kann man so definitiv sagen. So Leute, ich melde mich doch nochmal ganz kurz. Und zwar hier Weißgold-Ohrringe bringen 10 Int. Das heißt, damit kann ich mich anbuffen vor den Duellen. Zack, 700k. Von daher können wir das auch noch mitnehmen. Schild habe ich gesehen, habe ich nichts mehr gefunden. Waffe kann ich nicht, weil muss ich wechseln. Von daher sind wir jetzt definitiv durch. So, weiterhin habe ich Ekstase-Schub plus 6 gefunden mit 2 KTP und minimal Ohnmacht. Wichtig war mir nur, dass ich die 2 KTP habe und Ekstase-Schub ist auch nicht schlecht, vor allem wenn ich die Skills ein bisschen öfter drücken möchte. Da machen wenige Zauberspeed-Geschwindigkeitsprozente schon ganz viel aus. Ja, ich bin auf jeden Fall auf Full-TP gegangen. Ich habe mich konzentriert auf die wertvollen Sachen, wie zum Beispiel Band, Rüstung und Waffe und eventuell auch noch ein Eichelstein. Deswegen bin ich bei den restlichen Schmucksachen immer nur auf maximale TP gegangen, beziehungsweise hier ein Runi plus 5 gefunden mit 10 Ablocken. Ablocken relativ relevant, vor allem wenn ich dann so ein paar Hits wegstecken kann und die abgelockt werden. Dann habe ich ein Band gefunden für 4 Won, das hatte Schlangenwaffe drin. Auch nicht schlecht, das heißt eine ganze Menge AW-Range, die ich dann nochmal hochpushen kann. Dann ein VMS gefunden, glücklicherweise. Crab, 5 Crabs, natürlich aber wichtig. Ninja und Sura plus 4, 5 Won. Natürlich, auf dem normalen Markt würde das niemals jemand suchen. Aber gut für unsere IQ-Battle. Vor allem, weil wir wussten ja, dass wir gegenseitig Ninja und Sura haben. Dementsprechend war das ganz nice. Erster Switcher. War nicht so, was ich wollte. Gut, zweiter waren 11 DSS, okay, habe ich dann. Nee, Lombo muss ich dann lassen, weil mehr Switcher hatte ich ja nicht. Aber schon mal gut, dass die zwei Steine drin sind. Die sind relativ relevant. Ja, dann habe ich noch einen Eichelstein gefunden für 3 Won mit Doppel-Ninja. Wichtig, Doppel-Ninja, weil, ja, ich habe erst Gefühl gehabt, der Sucher wird nicht so viel Damage drücken, aber der Ninja, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Death dazu und habe den eingebaut natürlich. Ja, plus 0 ist klar, kein Geld mehr gehabt für Appen, aber egal. Das ist schon mal ein gutes Equipment-Set, was ich habe hier. Dann waren nur noch einige wenige Sachen gefehlt. Einerseits ein Helm, ja, die 20 Tiere natürlich, weil Frosty und Simp, die sind ja voll die Tiere, Junge. Deswegen habe ich das gemacht. Nein, es gab einfach keine anderen Helme auf dem Markt, deswegen habe ich die genommen. Ja, dann letzter Clip. Noch ein Pad gekauft.
um halt nochmal die letzten minimalsten Prozent rauszukriegen, ja. Das zu meinem Equipment, mal gucken, was jetzt abgeht im Duell. Let's go, Junge. Schon peinlich, ich kenne mich nicht in dem Reich aus, deswegen muss ich ein bisschen länger Theodavan suchen, aber ich habe ihn gefunden, perfekt. Jetzt werden wir das Schulterband hier noch fertig machen, hauen das hier rein, somit haben wir nochmal 111 AW mehr und natürlich noch ein FKS, was noch ganz nett ist. Und damit ist das Band auch abgeschlossen, somit pusht der AW-Wert nochmal schön nach oben, somit haben wir 628 Max AW, das ist mega nice. Ein von 19 KK Rest ist jetzt noch am Start und ja, wie schon gesagt, wenn alles fertig ist, hole ich mir eventuell nochmal Hydra-Truhen und das Ganze werden wir jetzt tun. Tauschen den einen Won noch um und jetzt schauen wir erstmal, wie teuer sind überhaupt Hydra-Truhen auf dem Markt hier. Da habe ich nämlich gar keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht allzu teuer sind und ich sehe hier, okay, drei Öffnungen hier, 33,6 KK. Hier haben wir eine Öffnung, das ist natürlich wieder totaler Scam hier. Somit kaufen wir uns hier jetzt einfach mal eine in der Hoffnung, dass wir Steinhandbücher daraus kriegen, um dann nochmal in unsere Waffe versuchen, einen Ninja plus 4 einzufügen. Ich habe euch das Fenster jetzt hier mal aufgemacht. Dann könnt ihr das Ganze sehen, was wir rauskriegen. Hat der Shop nicht geöffnet? Wir haben die noch nicht gekauft gehabt. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ne, der Shop hat leider nicht offen. Somit müssen wir ein bisschen teurer gehen. Der Typ hat eine ganze Seite offen. Ärgerlich. Egal, kaufen wir die hier für 33,8. Das ist jetzt auch nicht wirklich Verschwendung und somit. Und wir kriegen einfach direkt Steinhandbücher. Das ist natürlich top. Sehr nice. Zwei Steinhandbücher. Dann versuchen wir das Ganze direkt mal. Kaufen uns Ninja plus 4, zwei Stück. Und fügen die natürlich in die Dolche ein. Das wäre natürlich mega geil, wenn wir zwei PvP-Steine eingefügt kriegen und wir kaufen jetzt einfach mal direkt mehrere hier raus, damit wir die auf jeden Fall alle haben und eventuell die anderen hier sogar beeinflussen. Das wäre tatsächlich relativ lustig, aber sei es drum. Wir kaufen die alle Ninjas plus 4 jetzt hier. Vielleicht brauchen wir tatsächlich sogar noch mehr und kriegen aus den Hydra-Truhen nochmal Steinhandbücher, falls das Ganze nicht funktioniert. So, bis 2 KK kaufen wir sie. Und jetzt probieren wir das Ganze, ob ein Ninja plus 4 klappt. Versuch Nummer 1 hat fehlgeschlagen. Schade drum. Versuch Nummer 2 hat geklappt. Oha. Somit haben wir die Waffe einfach saugeil hergestellt. Sura plus 4, Ninja plus 4. Das pusht unseren Damage natürlich enorm, weil wir auch gerade kein Halbmatch im IQ haben. Also, es hätte fast nicht besser laufen können gefühlt. Und jetzt haben wir noch 78 KK über. Da schaue ich auf jeden Fall noch rum, was wir damit machen können. In unserer Rüstung ist bis jetzt nur ein Hass plus 4 drin. Das ändern wir jetzt mal, indem wir nochmal ein Ausweichens plus 4 hinzufügen. Und das hat auch geklappt. Also Steinelack ist auf jeden Fall auf unserer Seite schon mal. 50 TP haben oder nicht haben. Leingürtel plus 054,7 KK Young, Entschuldigung. Somit haben wir dann nochmal ein bisschen mehr TP. Und darum, da springt das Ganze direkt mal um. Ja, wahnsinnige 50 TP an, somit haben wir 12,3 KTP. Ich genehmige mir jetzt einfach ein paar Eier hier noch, um ein bisschen mehr TP und ein bisschen Def zu haben, weil ganz ehrlich, das können wir ja auch noch mitnehmen hier. Ich hole jetzt einfach mal drei Affeneier und dann schauen wir einfach mal nach, was für TP-Werte wir da haben oder Def-Werte und dann können wir das Teil halt einfach erstmal benutzen. Das erste hat 1816, das ist natürlich schon fast optimal, 1406 und 1305. Also das erste ist top, das nehmen wir und damit werden wir dann am Ende, ja, die Challenge absolvieren, würde ich sagen. Unsere TP sieht dann wie folgt aus. 12,5 KTP. Unser Def-Wert, der steigt nicht wirklich. Ja, okay, 4 Def nochmal mehr. Nehmen wir natürlich auch mit, würde ich sagen. Wir entscheiden uns natürlich für den Nahkampf. Und da gucken wir mal, welche Skills wir nehmen werden. Also ich entscheide mich definitiv für Degenwirbel. Finde ich mit einer der besten Skills beim Ninja derzeit einfach hin. Giftwolke ist halt einfach Schmutz, weil das kein Magie-Nahkampf-Angriff-Skill ist. Deswegen ignorieren wir den. Als zweites nehmen wir natürlich Hinterhalt. Ist ja wohl logisch. Und als letztes gehen wir dann einfach die anderen noch ein bisschen so durcheinander. Ich würde sagen Blitzangriff, Tarnung und schleichendes Gift. Okay, schleichendes Gift ist eigentlich komplett irrelevant. Dann machen wir den letzten Rest einfach noch auf Blitzangriff, um noch ein bisschen Damage rauszuholen. Und somit haben wir die Skills halt auch schon mal verteilt. Um dann natürlich noch ein bisschen Def zu haben, nehmen wir noch Lehrbuch Konter hier und das skillen wir dann gegen den Sura Fingerschlag-Konter, weil Einhand haben wir, glaube ich, ein bisschen weniger als Dolch und Fall, deswegen gehen wir hier auf Einhand-Dev, beziehungsweise auf Fingerschlag und somit können wir nochmal 1,2% weniger Damage von Fingerschlag kassieren. Da wir noch 8 Exos haben, kaufe ich mir jetzt erstmal noch 8 Degenwirbel-FBs oder Hinterhalt-FBs und lese sie auch noch kurz fix, aber dafür muss ich erstmal kurz den Markt durchsuchen. Mehr FBs gab es leider nicht auf dem Markt, wir versuchen natürlich das Ganze jetzt hochzulesen, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und Degenwirbel springt auf M3, letzte FB, leider Gott zu einer M2, wenigstens Hinterhalt auf M2 noch? Nee, leider auch nicht. Somit haben wir ein Skill auf M2. Zum Abschluss, bevor die Challenge losgeht, machen wir noch eine kleine Equipment-Show und dann zeige ich euch kurz, was ich jetzt alles gekauft habe. Und zwar erstmal zu den Statuswerten. Wir haben gerade 12,5 KTP, 628 Max AW und 306 Grunddiff, was natürlich sehr nice ist. Leider Gottes nur zwei Halbmenschen, die sind im Schild. Ansonsten haben wir aber, was auch noch sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach,
etwas Dev am Start. 21 Einhand Dev, 31 Dolch Dev und nochmal 16 Pfeilverteidigung. Also ein bisschen Dev haben wir auf jeden Fall am Start für die Challenge. Ansonsten kommen wir jetzt dann noch zum Equipment. Wir haben SBDs mit Ninja und Sura plus 4. Sehr, sehr geile Sache. Das freut mich mit am meisten, dass das geklappt hat. Das war mein größtes Ziel eigentlich mit dem Band zusammen. Und das haben wir auf jeden Fall erreicht. 12 DSS, 20 Zauberspeed ist okay. Hätte natürlich ein bisschen besser sein können, aber damit kann man definitiv leben. Helm haben wir leider Gottes nur eine Stahlkapuze plus 6, also mit einer der schlechtesten Sachen, die ich gekriegt habe. Aber es gab echt gar keine Helme auf dem Markt. Rüstung haben wir 1,5 TP, 10 Dolchstef, Ameisen-Löwenanzug plus 4. Den hätten wir auch noch ein bisschen upen können. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Das machen wir jetzt nicht. Ausweichens plus 4 ist ebenfalls drin mit einem Hass plus 4. Und ja, ganz nice die Rüstung. So können wir sie lassen. Schuhe haben wir 1,5 KTP, 15 Dolch, Lederstiefel plus 7. Die haben ja noch 16 Pfeil drin, weshalb wir dann auch noch gegen Fernis gut gerüstet sind. Leingürtel plus 0 haben wir auch noch am Start. Den hochzuappen lohnt sich einfach nicht, weil das Ding hochappen, das sind ein paar TP mehr. Das ist einfach nicht rentabel. Armband haben wir einfach ein 2 KTP am Band. Da gibt es auch leider keinen Halbmenschen Armband auf dem Markt, sonst hätte ich wahrscheinlich da eins geholt. Ja, unser Rundi hat AGO 2 Halbmenschen. Das ist das einzige Halbmenschen, was wir haben. Um das zu kompensieren, haben wir natürlich die Steine dann hier. Ansonsten 15 Einhand Kupferohrringe plus 6. Leider Gottes keine Ebis geworden. Sei es drum, aber irgendwo müssen wir halt ja ein bisschen weniger haben, würde ich sagen. Amethyst-Halskette plus 7 ist auch am Start mit 2 KTP, 6 Einhand und 6 Dolch. 2 dB, ganz nette Kette. Da habe ich echt Glück gehabt, weil wir die richtig günstig gekriegt haben und das reicht vollkommen aus. Jetzt kommen wir noch zu meinem Schmuckstück, was mich am meisten gekostet hat mit 4,5 von, meine ich. Und zwar das Band. Da haben wir nämlich einen Schlangenbogen plus 0 drin. Der hat Max-AW von 111 und natürlich noch ein FKS. Sehr geiles Teil. Das wird uns enorm pushen in der Challenge. Und dann würde ich mal sagen, ja, das war's von meiner Seite aus und wir gehen dann demnächst los zur Challenge. Wir haben jetzt wieder Equipment-Teile mit TP, Kristallhalskette 2K TP, wir haben vorhin das Kristallarmband gekauft mit 2K TP und jetzt müssen wir mal gucken, was es halt noch so für IQ-Teile gerade auf dem Markt gibt, weil ich habe auch nicht mehr viel Geld, ich sitze unten, nur noch ein bisschen über 2 Won und den Hornbogen, den wir gekauft haben, 15KK, wenn das Ding ist, andere Steine wären natürlich besser, aber es gibt halt nichts auf dem Markt, gerade auch mit Steinen. Und wenn du einen plus 9er mit Steine kaufst und dann Splitter reinmachst, ist halt irgendwie auch nicht so nice. Naja, wir haben noch einen schwarzen Rundschild gefunden. Der hatte Gift. Und er ist relativ teuer. Ich habe auch überlegt, boah, nehme ich mir AGO. Aber wir haben ja nicht unbedingt Chars am Start, die so richtig stunnen können. Außer es kommt wirklich einer mit dem Krieger an oder so. Deswegen bin ich da auch wieder auf Risiko gegangen. Habe gesagt, okay, Ohnmachten. Ja, ist halt so, dann habe ich es halt. Ebis haben wir noch geholt mit einfach plus 9. Da habe ich auch rumgeschwankt zwischen Kristallohrringen mit 12 Decks. Aber auf der anderen Seite, ich hatte Stärke und TP. Das ist mir ehrlich gesagt schon ein bisschen wichtiger. Dazu kommt noch, dass wir einen Hornbogen geholt haben mit 20 DSS, jedoch plus 0, weil ich nicht gewusst habe, okay, wie skaliert das, wenn der Hornbogen vielleicht nur plus 1 oder plus 5 ist, aber dafür 4er Steine wie Ninja und Sura drin hat, gerade vom Damage, zu dem 9er, der den Krieger und Wiederkehr drin hat. Beim Wiederkehr ist halt das Gute, wir haben 25% mehr Zauberspeed. Und das ist natürlich ein Boni, der ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite können wir aber auch argumentieren, wir haben einen Bogen, oder wir haben insgesamt her vom Equipment, ist es egal, weil wir auch giften können und wir machen die Leute mit Giften einfach fertig. Aber das ist natürlich dann ein Risiko, auf Full Gift zu gehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen trotzdem so eine kleine Mitte irgendwie finden und ein bisschen austesten. Deswegen anderen Bogen geholt, Steine reingemacht, Sura Ninja ist drin, plus 1 ist er auf dem Schmied. Da muss man nochmal schauen, dass Maeve noch Segis hat oder so, dass er ein bisschen was drauf zünden kann. Und ja, jetzt seht ihr schon, geht's an die Fertigkeitsbücher. Gift-Pfeil wollen wir hochlesen. Wir haben 8 Exos. Leider war es nicht in der Aufnahme mit drin, tut mir leid. Und es hat aber auch so gut wie nichts funktioniert. Also das einzige Mal hat einmal der Gift-Pfeil funktioniert und das war es dann schon. Aber gut, es ist besser als nichts. Wir haben eine Vergiftungschance von 33%. Dazu noch die 5% im Helm und 5% im Rundschild, also 43%. Das ist schon sehr, sehr gut. Und für alle, die es nicht wissen, den Char, den hatte ich schon auf Level 50, der hat aber keine grünen Switcher mehr gehabt, deswegen habe ich mir einen B-blauen Switcher von meinem anderen Char gegeiert und der Bogen hatte halt einfach 7 DSS, 1 FKS und 5 Bluten und das ist eigentlich perfekt. Wir haben keine Minus-FKS, wir haben sogar noch ein FKS mehr und wir haben Bluten, das heißt, statt Giften haben wir nochmal Bluten mit drin und Bluten ist auch sehr nice und jetzt gehen wir mit Kampfgeist und Hoffnung in die Duelle und hoffen, es klappt.
So Leute, wir haben uns sofort getroffen und haben endlich mal einen Aufnahmetermin gefunden. Und ja, jetzt gleich ist es soweit. Wir werden die Plebs besiegen in Gruppenduellen 2 gegen 2. Best of 3. Best of 3 hätte ich besser sagen sollen. Und ja, wir werden es so machen, dass wir quasi uns kurz besprechen. Dann teilen wir uns auf dem Discord. Machen das Duell, treffen uns da wieder. Werdet ihr alles sehen. So, dann würde ich sagen, wir teilen uns auf, machen das erste Duell und hören uns dann wieder, wenn ihr besiegt seid. So, wir gehen zuerst auf Sura, oder? Hätte ich auch gesagt. Aber ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich erstmal die TP-Kette nehmen soll oder nicht. Ja, probier mal aus. Machen wir sie fertig, oder was? Machen wir sie fertig, ja? Ja. Dann würde ich sagen, die machen eine Zahl oder ich mache einfach die Zahl. Und dann gehen wir auf den Sura. Absolut, dann gehen wir auf den Sura. Los geht's. So, ab geht's. Los. Bam! Ja, die gehen auf mich. Die gehen auf mich. Boah, zwei Karten. Oh, hat er das auf M gemacht? Gleich bin ich tot. Nein! Oh no! Mach sie alle! Ich probier's! Alter, halt Ohnmacht, Junge. Jawohl! Ja, Mann! Voll gefickt! Ich hab ihn gestunt. Ja, ich bin down. Was? Alter, Falter. Was? Okay, okay. Der ist aber gut tanky, der Junge, Alter. Der ist gut tanky. Yep. Alter, Falter, du bist aber gut tanky, Junge. Junge, richtig weg ist das Happeltier. Okay. Gift, ey. Alter. Ja, Mann. Ey, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber ey, wie viel Schwert und Dolchstef hast du denn bitte? Ich? Ja. Nee. 90-90. Kannst du mal sehen, was man mit 10 Wonnen so machen kann? Alter. Die haben, machen jetzt bestimmt irgendeine Taktik. Hast du, fandest irgendein von denen schlechter oder so, wo du sagst, dass soll ich direkt drauf feuern? Also Simply macht mehr Damage als Fossi, aber die werden jetzt bald auf dich gehen, pass also auf. Ja, dann müssen wir jetzt auf den Ninja gehen. Ja, ich gehe auf den Ninja, würde sagen, geh du als erstes auf den Sura, ich mach den Ninja fertig. Alles und klar. Dann komm ich mit auf den Sura drauf, weil ich habe den Sura 300er Hits gegeben und 2k Hinterhalt. Alles klar. Wenn ich den Wirbel richtig hitte beim Ferni, dann ist der relativ schnell down. Das heißt, du gehst direkt auf Ninja? Ja, genau. Und ich auf Sura, okay. Ja, richtig. Ich glaube, Sinti geht gleich auf Tarnung, da bin ich ziemlich sicher. Oder? Nee. Ah, er will aufhalten. Ich hab beide getroffen. Oh, ich habe wieder beide Hinterhalt getroffen. Sehr nice. Oh, der Sura gibt mir so hart Hit-Damage. Gift-Pfeil. So. Ja, ohnmachtet und giftet, sehr schön. Nein, ich bin down. Ich bin absolut down. Wie viel TP Alter, haben die bitte? Alter, wie viel TP die haben die? Die haben aber bitte beide auch übel viel TP. Übelst. Wie machen die das, Alter? Yes! Yeah. Oh, nice! Alter, das war richtig eine gute Entscheidung, Alter, überall Gift reinzufeuern und Blut und alles. Stark, sehr, sehr stark. Wir gehen wieder hoch. Was ist da los? Wir können uns doch jetzt nicht von typisch Randy und Maverick besiegen lassen. Was soll das hier? Ich hab den locker 10k alleine gedrückt, das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Aufgeregt. Ich hab mich spontan dazu entschlossen, das Video nicht hochzuladen. Was ist das denn? Okay, ja, okay, geht nochmal runter, wir überlegen nochmal kurz. Ja, okay. Bossi, wir sind im Arsch, wenn wir so weiter fahren. Aber warum geht der Ninja nicht einfach down? Was ist denn da los? Das Ding ist halt, ich will halt die 2k TP definitiv nicht verzichten. Ja, mach das auf jeden Fall. Die versuchen viel auf dich zu gehen, auf jeden Fall. Ich hab das beim Wegkloppen, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, das ist auch gut, das muss auch so sein. Direkt auf den Sura komplett drauf, genau. Bart, boah. Ich hau wieder auf Simply direkt drauf. Genau. Go, go. Hinterhalt, den Wirbel doppelt getroffen. Ey, ich versuch zu dir zu rennen. Ja, jetzt nicht zu mir zuerst mal. Scheiße. Die gehen beide auf mich, deswegen.
Dann mach du den Sura-Rest alleine. Ja. Ich mach den Ninja, ich bin gestunt. Scheiße, Sura haut drauf auf mich. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, eins gebe ich nur treffen. Mist, ich bin tot. Jawohl, jetzt sind die schon mal weg. Ja, Simply ist weg. Sau fresh. Alter, den rotzen wir auch noch weg. Nein, ich bin weg, aber den haust jetzt weg. Alles gut. Alter, wie ja, Mann. Ey, ich hab doch ein AGO. Warum werde ich denn immer gestunt, Alter? Was soll denn das? Wahnsinn. Der Potted! Ja, nein! Stark, Junge. Kuss. Sehr nice, Alter. 3-0. Bam! Wozu habe ich ein AGO-Schild? Wozu? Abwehr, ist nur Abwehr, Fossi. Wie viel TP hat sie noch auf Ninja? Müsst ihr in die Aufnahme gucken, aber auf jeden Fall genug. Alter, ihr habt uns gerade 3-0 geswiped. Easy. Ihr müsst das ja irgendwie abgesprochen haben. Ihr habt euer Equipment nicht alleine geholt, oder? Doch, Alter. Ich hab's erst gestern gekauft. Was? Welches IQ denn überhaupt auf dem Markt? Da war doch nichts mehr. Pass auf, ich hab ja schon ein paar IQ-Battles gemacht mit Fossi. Ja. Und die Taktik, die ich jetzt nach den ganzen IQ-Battlen, die wir hatten, ausgesehen habe, ist, dass wir wenig Damage drücken, aber dafür wenig TP habe. Und ich bin voll auf TP-Equipment gegangen, voll. Ich bin auch. Bei fast 14k TP. Ich bin bei 10,3. Und ich bin... bei 13 irgendwas. Ich 12,5. Ich weiß nicht warum. 13,7. Ich habe ein bisschen Ablocken drin. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin darauf gegangen, dass ihr ein Nahninja seid. Muss ich echt sagen. Das ist. Ja. Also Bogeninja hat mich jetzt auch übel überrascht. Also ohne Scheiß, ich kann jetzt wenig sagen, aber ihr könnt euch viel erlauben, uns jetzt irgendwie Sprüche reinzudrücken oder so. Ihr könnt jetzt wirklich sagen, was ihr wollt. Wir wollen eine Revanche haben. Das definitiv. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine Strafe geben. Es ist kein Problem, ihr könnt mir eine Strafe geben, aber dafür will ich eine Revanche haben mit denselben Teams. Ja, können wir hin. Machen wir auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Okay. Das einfach mal auf Alter Falter. Ich will einfach Just for Fun nochmal so zwei machen oder so. Ja. Noch so Neugierde jetzt, weil... Wir können ja noch machen, beide Sura gegeneinander und beide Ninja mal gegeneinander. Okay, erstmal beide Ninja gegeneinander. Alright. Ja, okay. 3, 2, 1, go. Siehst du, da trifft er kein AGO. Von der hat er einfach sogar beide Skills auf M, ne? Krass. Ja, ich auch. Bei mir sind beide auf 17 umgesprungen. Nee, bei mir dann nicht. Oh shit. Rück! Nein! Oh. Ja! Wir haben ein Duell gewonnen, eins! 4K Rest. Okay, Maverick. Jetzt komm her. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, ist noch fresh. Schön Zauberspeed, Mann, das ist gut. Ja. Ich muss aber auch sagen, bei dir fliege ich unheimlich oft weg. Ja, wie oder immer. Hab so diese, wie heißt das, wenn du so quasi nicht wirklich hinfliegst, aber immer wieder die Animation hast und so. Ja, genau. Maybe weil wir Autojagd laufen lassen. Oder hier, ja. Autoangriff. Autojagd. Autojagd. Aber nein, ZA wirkt bei mir. Nein! Ah, nee, doch nicht. Ja, guck, ich kann schon wieder nicht hauen. Meine Güte. Los, Fossi. Alter, dauert der ewig bei uns. Ja! 2-0, ihr scheiß Noobs. 2-0! Immerhin noch die Rettung. Okay, eure Kombi hat's einfach gemacht. Witzig ist, dass ihr beide einzeln gewinnt. Gewinnt doch, und wir aber zu zweien besser sind. Krass. Ja, weil das Problem ist halt wirklich der Fernie gewesen bei uns. Ich hab wirklich voll auf Deutsch. Ja. Jetzt müssen wir aber auch noch Cross-Duell machen kurz. Okay, ja. Dann verliere ich aber, das ist 3, 2, 1, go! Jetzt hittet der ZA. Du hast auch diese komischen Flieger, ne, bei Maeve? Ja. Ich glaube, das ist, wenn du einen besseren Ping hast als dein Gegner. Hitte. Come on, Tu es, Jung! Jetzt zieh! Tu es!
Tu es! Zieh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ja! Ja! Oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Gott. Ein Ey, 100 das waren 100 TP, allerhöchstens. 100 TP. Alter Falter! Ich muss noch gegen Fossi machen. Ja. Alter, ey. Pass auf, bei mir hittest du jetzt 100%ig wieder AGO. 100%! 3, 2, 1, go. Natürlich direkt Gift gehittet. Wie soll's anders sein? Digga. Ne, das wird nichts. Das wird auf gar keinen Fall irgendwas. Klatsch ihn weg. Ja. Junge, wie viel TP du noch hast? 3/4 mindestens. ja, schneiden wir raus. 3-3 würde ich sagen, ne? Okay, ja, genau, 3-3. Ey, aber zum Abschluss. Es war echt knapp. Zum Abschluss können wir es doch wirklich machen, dass wir jeder gegen jeden machen. Alright. Bitte weiter weg vom Ferni, das ist mir nicht ganz geheuer. Und der Mann guckt mich schon so vom Weiten an. Okay. Noch ein paar Kilometer aufeinander. Seid ihr ready soweit? Ja. Jo. Leider. Dann 3, 2, 1, go. Ja, natürlich. Es war so klar, dass der Ferni zu mir kommt. Ach, come on. Was macht denn das? Warum Gift, du Affe? Stimmt, Alter, wer hat mich zerart? Nee. Entschuldigung. Ah, ich kann wieder nicht laufen, Mann. Ach, come on, Digga, ich hab dir locker 5k mit Hits reingeknallt. Jetzt. Muss jetzt gewinnen wenigstens. Ich hab naiv so gut noch gedrückt. Täusch mich nicht. Wenn Zerart direkt frei ist, Alter, hau dich direkt aus. Oh, ja. So, somit hat unser Team 4-3 gewonnen und damit würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. Nein. Ey, GG an euch, damit habe ich null gerechnet. Ich bin auch echt mal gespannt, was euer Equipment sein wird. Ihr habt das schon gesehen. Ihr findet den Link zu allen, die hier am Projekt teilgenommen haben. Auch in der Videobeschreibung, würde mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und den Kanal abonniert. Und ja. Dann bleibt nichts mehr zu sagen, außer GG an euch und Glückwunsch. Das war's von uns. Wir sind raus. Bis denne. Ciao. Adieu. Ciao.